So, ich hole mir jetzt die Truhe und dann bin ich hier weg. Das alle kann ich nicht nehmen. Steinspringer. Das ist ein Zauber. Was? Verblasste Erdenblattblume. Daneben. Ach man, passt es. Immer dieses Charakter oder dieses NPC-Bloggen, ne? Dass man schön in die falsche Richtung schlägt. Weg hier. BB. Ich habe es auf jeden Fall geschafft. Also ich habe zumindest die Höhle fertig. ich habe einen neuen Zauber bekommen. Den hier. Und dann kann ich den nämlich endlich wegnehmen und dann kann ich den mal ausprobieren. Rammt den Stab in den Boden, löst eine riesige Explosion aus. Geil. Da können wir direkt mal ausprobieren hier. Wieso geht das nicht? Ja, aber noch geht's nicht. Kein Talent. Okay, aber was ist dann nötig? Ah, Weisheit 21 brauche ich. Warte, Stufenaufstieg. Ich habe gerade mal 16. 18 kriege ich hin. Das heißt, ich muss farmen. Das ist der Weg, ja. Aber da würde es sich rein theoretisch anbieten, hier mehr von den Viechern zu killen, weil die so viele Punkte geben. Ich könnte jetzt hier nochmal ein bisschen, zumindest ein paar Minuten, ein paar Mobs schlachten. Thank you.
das Schöne ist, wir geben einfach Punkte wie Sau. Wir machen auch Aua wie Sau, aber das ist ja egal. Nee, immer wieder Tränke holen. Für 612 gibt die. Das ist schon heavy. Also sind die Kristalle auch immer alle neu? Nee, wa? Hier oben auf dem Dach, die raged immer wie behindert, aber ist nicht so schlimm. Jetzt spawne ich ja unten wieder, hol mir eben meine Leiche und dann kriege ich wieder ein paar. Problem ist nur, mal ganz kurz gucken. Ein Stufenaufstieg brauche ich 4500 mittlerweile. Das ist nicht wenig. Aber ich wollte heute auch noch in die Burg rein. Was mache ich denn für? Bin aber auch deppert, ne? Ich laufe halt voll in die rein. Hab nicht mal ein Schwert in der Hand. Die Viecher machen mich schon kirre. Im Kopf. Ich mache jetzt noch das eine Level, also ein Level mache ich. Mache ich jetzt noch und dann gehe ich aber hier raus. Ich finde das voll anstrengend gegen die zu fighten.
Wow. Wie denn? Ja. Das interessiert ihn halt einfach überhaupt nicht. Das finde ich doof. Bei Zaubern, beziehungsweise wenn du ihn schlägst, dass so viele von diesen Viechern, die das überhaupt nicht juckt, als hätten die keinen Schmerz oder so. Das ist ein bisschen, ja, weird. Mann! Gut, ich habe mein Level, was ich haben wollte. Achso, jetzt muss ich mir nur die Punkte wiederholen. Hier noch die weg. Wieso wechselt er denn nicht? Wenn ich das sag. Wow. Du blockst mich halt einfach komplett. Nochmal alles geklaut.
Die 600 Punkte würde ich schon gerne mitnehmen. Also ich habe gelernt, man muss in dem Spiel auch farmen. Das ist so. Okay. Aber jetzt gehe ich weg. Jetzt ist okay. Jetzt machen wir noch ein Level hoch, direkt bei Weisheit. Gibt auch noch mal mehr Damage. Eigentlich gut. Ja. Auf 21 muss ich kommen. Gut, ich habe jetzt 3700. Wären eigentlich nicht mehr so viele Kills, ne? Egal. Wir müssen mal weiter. Und zwar, wo gehen wir als nächstes hin? Ich weiß, dass ich auf jeden Fall nochmal, bevor ich jetzt in die Burg reingehe, damit wir mehr Tränke haben, dass ich irgendwo hier oben nochmal hin muss. Hat mein Kumpel gesagt. Deswegen, wieso kann ich nicht reisen? Muss ich dafür rausgehen? Jo. Okay. Gehen wir dahin. Dann folgen wir mal der Straße da hoch und dann gucken wir mal, was da ist. Ich würde schon gerne einen neuen Trank. Oh! Zu ihr können wir aber auch nochmal gehen. Moment. Young Apprentice. First things first. You are a tadpole when it comes to magic. So, to become a sorcerer first. Now, shall we? Zauberei studieren. Mit dem Zauber kannst du vielleicht den fetten Dödel von Feuer legen. Ja. Feuert eine Salve Schimmersteinsplitter ab. Feuert einen horizontalen magischen Bogen ab, der sich ausbreitet. Aber so einen habe ich eigentlich schon als Zauber. Den hier habe ich noch nicht. Ich kann ihn aber auch noch nicht ausführen, weil ich Weisheit noch nicht auf 23 habe. Jetzt kann das Schild verbessert die Schadensresistenz des Schildes in der linken Hand. Da ich kein Schild trage, ist das... Ja. Brauche ich es erstmal nicht. Verzaubert die Waffe in der rechten Hand mit Magieschaden. Problem ist bei diesem Skill... Du hast ja nur zwei Zauberskill-Slots. Und dann müsstest du den reinnehmen, damit du deine Waffe verzaubern kannst. Und ich kann mir vorstellen, wenn du den dann changest, dass auch der Magieeffekt auf der Waffe verschwindet. Deswegen hole ich mir das hier nicht.
Wow. Ah, hier gibt's Punkte zu holen. Oh ja, und zu sterben. Diese Haut ist schon wieder so lange. Achso, schon wieder mit zwei. Nee. Der mit seinem scheiß Feuer, ja, okay. Das machen wir nochmal. Diese Karawane hier, die habe ich schon, ich weiß gar nicht, zwei, dreimal abgefarmt. Das sind so 20 Mobs oder so. Ungefähr, oder na, ein paar weniger, aber lohnt sich eigentlich, weil die gut Punkte geben. Und vorne dran laufen so zwei Riesen, die können einfach nichts, hier die zwei. Aber geben unglaublich viel Punkte. Ich glaube 1000. 1000 geben die jeweils. Das ist schon ziemlich nice. Ich habe auch so eine so ein Sensen-Skill oder was heißt Sense, dieses dieser Zauber, der da gerade angezeigt war, der so horizontal sich ausbreitet, den habe ich auch. Wenn ich den hier zum Beispiel abfeuere in die Masse, dann geht der einmal komplett durch und dann sterben die alle. Das ist so heftig. Der mit seinem Kackfeuer, Alter. Jetzt habe ich einen Daumen mit dem Feuer. Schöne ist, wenn die von den Riesen getötet werden, kriege ich die Erfahrung auch noch. Alle. Eitergeißel. Oh, ich habe das Schwert von dem bekommen. Das habe ich auch noch nie gedroppt. Oh, hat sich doch gelohnt, ne? 4900 Punkte. Die Karawane geht ab, ey. Also die fahre ich jedes Mal. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall den Weg hier folgen. Boah, hat der mich runtergeholt, ey. Die habe ich schon gelernt. Also so. Den habe ich schon gelernt. Also so Truhen und sowas, was du findest, kannst du nicht ein zweites Mal öffnen.
Die NPCs, die spawnen immer komplett alle neu. Also sobald du an dein, sobald du gestorben bist oder hier an so einen Gnadenspunkt. Na doch, du kannst schon schreiben, alles gut. Sobald du an so einem Gnadenspunkt bist, dann spawnt alles auf jeden Fall neu. Finde ich ein bisschen doof persönlich, also ich halte da irgendwie nicht so viel von. Bin eher so der Gothic-Spieler normalerweise. Wenn ich es einmal getötet habe, dann ist es tot und kommt auch nie wieder. Nein! Boah, hat es mir schon wieder das zweite Mal dasselbe passiert. Aber mittlerweile mache ich bei denen auch gut Damage. Wow. Oh, down. So. Hier mal weiter gucken. Es gibt Bupo-Tränen und Himmelstränen-Skarabäen. Besiegt sie, um die ihrem Typ entsprechenden Flaschen aufzufüllen. Ihr könnt nur so viele Flaschen auffüllen, wie es eure maximale Anzahl erlaubt. Ja. Okay, ich muss mich aber weiter, eigentlich weiter der Straße entlang hangeln. Gucken wir mal eben, was da vorne ist. Ach, guck mal an. Melde Heimkehrer, Instinkt. Oh, Schmiedestein. Sehr schön. Okay. Ich hab nichts mehr. Mann. Warte, ich muss mir was holen. Aber das ist gut, dass du das gemacht hast, weil tatsächlich, ich weiß nicht, was los ist, aber momentan vom Hals her, es kratzt immer, wenn ich dann so viel rede. Hey, da steht Wasser. Nee, Wasser habe ich nicht. Ich will mich nicht waschen, ich will ja was trinken, ne? So. Ich schreib das um. Ohne Scheiß. Nur weil du das jetzt gesagt hast. Ich schreib das um. Cola Marsch. So, wo muss ich jetzt hier hin? Ich bin dem Weg gefolgt. Muss aber, glaube ich, noch weiter, ne? Irgendwo hier oben hat.
Aber coole Ansicht hier. Du hast ja auch die Glocke besorgt. Die ist cool, ne? Also die Wölfe, die feiere ich. Aber. Mhm. Das da hinten. Da oben ist da irgendein Zauberer. Das stimmt wohl, ja. Is anybody there? Someone who might be interested in rescuing the great Magiefett. Servant to the true order and celebrated repudiator. Cool. Damit kann ich, glaube ich, meine Waffe nämlich auch einfetten oder einschmieren. Mit so Fett. Bringt das eigentlich irgendwas, diese Schädel kaputt? Oh, goldene Rune, ja. Das ist fett. Jo. Is very much appreciated, even from a tarnished. Despite appearances, nobility is no prerequisite to serving the true order. You might have heard of me, Kenneth Height. Next in line is the rightful ruler of Limgrave. Young tarnished, I would have a boon of you. I want you to take back my fort. It lies to the south, beyond the Mistwood. A knight commander from Stormvale took it. A fool! And plumb mad to boot, simply obsessed with blood. What are you waiting for? My fort lies to... Oh, I see. You wish to know the reward? Fret not. Great Kenneth Height is known for his considerable... Ich krieg eine fette Belohnung. The celebrations will be lavish indeed upon the dawn of my fort's retrieval. Üppiges Fest. Will kein Fest. Aber welche Festung soll ich von ihm einnehmen? Macht das Evil. Welche Festung? Hier? Ist da hinten für ein Riese, Alter. So, die habe ich schon gekillt, ja. Feuer fertig. Ja, weißt du was? Ich habe das Feuer ein Fettding benutzt für den Elch, nachdem 20 tot hatte. Super geklappt. Und Spock, du musst was an deinem Deutsch üben, also. Wir sollen das kapieren, was du da schreibst. Was haben wir denn hier vorne? Sieht aus wie ein Grab.
und Loot. Goldene Rune. Goldene Rune, 4 Stück. Okay. Geil. Sind die alle welche dabei? Ja, nice. Richtige Gönner. Handbuch von Feuer. Cool. Da unten ist eine Ruine, die können wir uns auf jeden Fall mal angucken. Da gehen wir mal hin. Vielleicht gibt es da wieder eine Gnade. War ja keine, ne? Nee. Das fliegende Blut. Bin ich jetzt jemanden schlag oder wie meinst du das, Evil? Ist hier nicht irgendwo noch eine Gnade, damit ich mich meinen Spawnpunkt. Der mich jetzt angeschrien? Yo! Was meinst du? Oh, der hat mich mal kurz gekitzelt. Der packt jetzt nicht sein Schwert aus, oder? Ja, doch. Punkte. Ich muss mir angewöhnen, sobald ich so einen Riese kaputt mache, dass ich schnell einen Trank reinschmeiße. Das hat der Mensch, ja. Heilige Träne. Oh ja, hiermit kann ich jetzt einen weiteren Trank, glaube ich, erweitern, ne? Erstellen oder so. Flasche der wundersamen Arznei. Kristalltränen findet ihr am Fuß niederer Erdenbäume und an anderen Orten des Zwischenlandes. An Orten der Gnade könnt ihr 2 Kristalltränen in der Flasche der wundersamen Arznei mischen. So lassen sich Elixiere herstellen, deren Effekt ihr selbst bestimmt. Okay, purpurrote Kristallträne. Flasche der wundersamen Arznei. Etwas Unglaubliches. Jetzt müssen wir uns das mal angucken. Flaschen. Nicht genügend goldene Saat. Okay, eine Flaschenaufladung kann ich nicht hinzufügen, aber Flaschen verstärken.
Menge der Flaschen aufgefüllten LP-FP mit einer heiligen Träne erhöhen. Die Menge der mit euren Flaschen aufgefüllten wurde erhöht. Okay. Aber Flaschenaufladungen kann ich nicht hinzufügen. Mir fehlt immer noch goldene Saat. Zauber lernen. Das ist Stufenaufstieg. Weisheit 19. Mir fehlt noch ein bisschen was. Ein paar Punkte fehlen mir noch. Zauberstab oder der Stab hier ist zwar minimal schwächer, was die Zauberskalierung betrifft, aber im Nahkampf ist er wesentlich stärker, ne? Aber er ist auch schwerer. Ja, dann. Hier, gespaltene Sichel. Me, I'm searching for my purpose, given to me by my mother inside the Earth Tree, long ago, for the reason that I yet live, burned and bodiless. There is something for which I must apologize. I've acted the finger maiden, yet can offer no guidance. I am no maiden. My purpose was long ago lost. Hast du viele Punkte, hä? Arzneimischung, aha. Über dieses Menü könnt ihr zwei Kristalltränen in der Flasche der wundersamen Arznei mischen. So lassen sich Arzneien herstellen, deren Effekte selber bestimmt. Ja, das hatten wir ja schon. Okay. Okay, ich hab nicht mehr. Schade. Aber damit könnte ich jetzt einen eigenen Trank machen. Also eine eigene Zusammenstellung. So, ich sag mal so, regeneriert Hälfte der gesamten LP. Ist ja schon mal nicht so schlecht. Wenn ich dann noch einen hätte, der auch mit der Hälfte FP, also Dings Mana. Das wäre eigentlich schon ziemlich nice. Aber meistens bin ich eh mit beim Low. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall das entdeckt, was ich entdecken wollte. Jetzt können wir mal. Dahin reisen. Und dann schauen wir uns die Burg an.